Hey, cool. Guck mal, wir können heute Abend rausgehen. Neue heiße Theatershow in der Friedrichstraße. Geil, gehen wir hin. Na, logisch. Geil. Oder? Was ist denn unser erstes Konzert? Karma. 16. Januar 1989, Frankfurt, die Toten Hosen. Erst stand ich nur so da, aber als dann die Songs der Roten Rosen gespielt wurden, bin ich ausgerastet, komplett. Ja. Da hätte es auf jeden Fall so nackig vor mir stehen können. Ich hätte sie weggepuppt. Und dann der darauffolgende Sonntag. Da wollten wir mal richtig angeben mit dem neuen Hosenshirt, dem Purpurgiftgrünen. Und zwar dort, wo sie es alles sehen konnten. Beim Tanztee in der Tanzschule Berlin. Jeans, miese Tanzschuhe und ein grünes Hosenshirt. Wir dachten, wir wären so cool. Im toten Hosen John Travolta. Und dann kam dieser andere Typ und hat uns die Show gestohlen. Er war aber auch geil angezogen. Jeans, miese Tanzschuhe und ein Hosenshirt. Na, auf einem Konzert gewesen. War geil. Echt Niederlage. Die gesamte Tanzschulzeit war eine einzige permanente Niederlage. Sonntagsabends um 18 Uhr gingen wir froh nach Hause, weil wir wussten, wir hatten gerockt. Im Freestyle zu Dirty Dancing. Es gab sogar das Gerücht, dass einer sich ein Bier bestellt hat. Immerhin, unsere Abschlussballpartnerin war ganz süß. Du vergisst zu erwähnen, dass sie nicht freiwillig da war. Sie musste. Wegen ihrer Eltern. Die hatten den ganzen Spaß nämlich bezahlt. Überhaupt, der Tiefpunkt, der Abschlussball, der Tanz mit ihrer Mutter. Wir mussten ja unbedingt zeigen, was wir da drauf hatten. Schnaps. Voll auf die Fresse gelegt, die Alte.